Hallo ihr Leute zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir Spaghetti Carbonara Muffins und einen Spaghetti Carbonara Auflauf. Dazu benötigen wir Spaghetti, Schinkenwürfel, Schlagsahne, zwei Zwiebeln, Eier, Salz und Pfeffer und Parmesan. Wir beginnen mit dem, was am längsten dauert, und das ist die Spaghetti zu kochen. Dazu gebe ich etwas Salz und etwas Olivenöl in den Kochtopf. In der Zwischenzeit hat mein Freund schon mal den Parmesan gerieben, währenddessen ich dann die Carbonara vorbereitet habe. Dazu gebe ich die Schlagsahne in eine Schüssel. Danach werden die Eigelb hinzugefügt und das Ganze mit einem Schneebesen untergerührt. Sobald sich die Eier dann schön in der Schlagsahne aufgelöst haben, kann der Parmesan hinzugefügt werden. Und auch dieser wird jetzt vorsichtig mit der Schlagsahne-Einmischung vermengt. Sind wir damit fertig, stellen wir die Schüssel erstmal beiseite und kümmern uns um den Speck. Dieser wird zusammen mit den Zwiebeln in einer Pfanne angebraten. Sobald der Speck und die Zwiebeln wie hier etwas Farbe gewonnen haben, geben wir sie zu der Sahne-Parmesan-Einmischung hinzu. Die Zwiebel und den Speck rühren wir dann noch unter und dann ist die Soße für die Carbonara auch schon fertig. Bevor ich nun die Muffins befülle, gebe ich noch etwas Öl in jedes Muffinförmchen. Dann finde ich, lassen sie sich später leichter entfernen. Schließlich werden die einzelnen Muffinförmchen mit den Spaghetti befüllt, bevor anschließend die Soße auf ihnen verteilt wird. Kommen wir nun zum Spaghetti Carbonara Auflauf. Auch dieser ist sehr einfach und schnell gemacht. Dazu geben wir, wie ihr gesehen habt, die Spaghetti in eine Auflaufform und anschließend die Soße darüber. Diese verteile ich dann noch etwas auf den Spaghetti und dann kommt beides bei 170 Grad Umluft für ca. 30 Minuten in den Backofen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Buon Appetit und bis bald. Tschüss!